Einmal hier jetzt willkommen zu unserer Folge S22 gerade die zu Berlin, Fabi. Hallöchen. So, sind wir falsch unterwegs im Ventor. Heißt du überhaupt so? Ja. Ventor. Ja, genau. Karotten, würde ich gerade sagen, ausmachen. Mhm. Kartoffeln ausmachen. Dauert trotzdem so eine Zeit, also. Jetzt vermisse ich wieder mein GPS. Warum? Naja, ich kann so halbwegs nach den Fahrspuren vom Drescher fahren jetzt in dem Feld mit der Gülle. Aber wenn ich jetzt halt GPS hätte, dann könnte ich alle Bahnen perfekt fahren. Man kann nicht alles. Ah, Gottchen. Aber das macht das Projekt auch irgendwie aus. Das stimmt. Opa, so. Welche Bahn muss ich denn jetzt? Wo muss ich ihn jetzt hin? Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Komm, beschwer dich, das geht schon 170 Folgen so, also. Ja, ich weiß. Und ich habe gefühlt ganz, ganz lange keine Gülle mehr gefahren. Was ist das, wenn ich jetzt da ungefähr mich orientiere? Ja, boah. Du musst mehr Gülle fahren, ne? Ja. Fast ungefähr. Sehr gut. Gehen wir so verschwenderisch mit unserer Gülle um. Nein, das passt perfekt. Aha. Boah, keine zwei Bahn kriegst du damit hin. Das ist korrekt. So, ab zum Pumpen. Achso, stimmt, okay. Weiß gar nicht, kann ich das Fass jetzt trotzdem normal beladen oder muss ich jetzt wirklich pumpen? Also, ich hab's ja schon mal gefragt, glaube ich. Hm, ich meine, ich hätte gesagt nein. Alles okay. Und ich meine nein. Okay, jetzt ist wieder eine Doppelbelegung. Nee, das hat ja da an der Stelle nichts damit zu tun. 5 Meter. Gleich passt das wahrscheinlich nicht. Gleich brauche ich wahrscheinlich einen 5 Meter Schlauch. Ja. Warte mal, das machen wir mal aus. So. Weil das Netz nur muss. Burstgen an. Ich sagte pumpen. Nee. Ach so. Befüllen. Entleeren. Aha. Durch die Pumpentaste drücken. Ach ja. Umdrehen. Halt automatisch ab. Zumachen, machen, abmachen. Vollgas. So. Ich glaube, ein größeres Fass darf es auf der Karte fast nicht haben. Weil gar nicht rumkommen, so eine Kurve, ne?
Ja, genau, das habe ich mir gerade nämlich gedacht, weil ich bin jetzt hinten rausgefahren, wo der Güllebottich ist. Ja. Also mit einem größeren Fass könntest du nicht direkt in einem so die 180 Grad Drehung machen. Das stimmt. Johnny muss ich, glaube ich, gleich auch mal abholen kommen, ne? Hat noch ein bisschen Zeit. Was ja reicht, der ist ja erst zu 50% voll. So, dann. 60. Na dann. So. Also an sich, der Fendt ist ja gut. Bis auf die Bremsen und der Sound. Warum? Wenn du da drin sitzt, du hörst nichts vom Schlepper. Ach so. Er ist halt gut isoliert. Ja, aber also irgendwas will man ja wohl hören. Er ist Radio. Ah! Luken auf! Stimmt, Krümel baut er auch Kipper. Na, diese Spezialschonkipper. Ja. Aber gar nicht so im Kopf, dass Krümel Kipper baut. Ja. Ja gut, jetzt sei mal ehrlich, wie oft hast du so einen Kipper in echt schon gesehen? Das stimmt, ich glaube noch nie. Also das Einzige, was ich in der Kartoffelernte sehe, sind Agrolane. Ja. Nee, Entschuldigung, ein Landwirt hat mittlerweile einen Dreiachser hinterm LKW, aber Hallo. sonst siehst du nur Agroliner fahren. Ach so, dein Kipper Linsky ist voll. Ach. Ja, mein Kühlefass ist gleich schon wieder leer. Das ist schlecht. Ja, das habe ich ja perfekt getimt hier. Warum? Rotze. 12 cm dazwischen freigelassen. So, wie voll bist du? 20%. Dann habe ich ja Zeit. Ja. Ach, jetzt habe ich dir das gar nicht gezeigt, was der Kipper kann. Er kann abladen. Nee, das meine ich nicht. Also. Er hat ein ganz cooles Feature, Aha. was auch definitiv brauchst. Aha. Ab der Johnny hat zu kämpfen an dem Kipper. Er ist ja noch ein paar Tonnen schon geladen, so ist er auch nicht. 35 Kubik. Ja. Glaube, ich schaff's bis zum Hof nicht auf 50. Okay. Knapp. Genau. Aber dann muss er auch schon wieder bremsen. Aber der hat wenigstens Bremsen, so wie der Fendt. Ja, das ist richtig, aber das Problem ist, der bremst so gut, du stehst direkt. Das stimmt. Oh nein, 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 komm, das tue ich mir nicht an. Nee, durch die Einfahrt fahre ich jetzt doch nicht rein. Ja, du vertust dich, das ist kein FH3-Achser, sondern der ist lang. Das stimmt. Dadurch zieht der verdammt weit nach innen rein. Oh, nein, 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 nein. Ich auch. Hab ich gestern habe ich einen Flug fertig gemacht bei der Firma. Im fünften Körper dran. Das war so ein 4.1 Flug. So drangehangen. Frontgewicht war eine Tonne dran. 150 PS hat der Karren, glaube ich, gehabt. Also war schon eine Grenze mit der Tonne. Wenn ich den Oberlenker ganz lang mache und Vollgas gegeben habe, dann ging er vorne hoch. Mit der Tonne, wo wir vorne dran waren. Na schau, was ist denn jetzt los? Die Moped ist zu lang. Ja,
Den kriege ich hier in die Halle nicht drin. Nicht mein Problem. Topfweh! Ja. 50% voll. Vielleicht kippe ich gleich unterm Zelt ab. Ich glaube, das ist die Wie? einzige Dann Möglichkeit. wollten wir doch noch gleich noch eine Party feiern. Dann feierst du die jetzt in der Halle. Oh. So dickes Ei. Eieieiei. Ja, seine Eierei. Gut. Ach du Jemine! Was Was ist ist das denn für eine los? Abladegeschwindigkeit? Warum? Ja, der lädt gefühlt literweise ab. Kornschieber-mäßig oder was? Ja, es ist ja auch nur ein Kornschieber, der Naja. kippt ja nicht hoch, aber. Kornschieber ist dann gefühlt noch schnell. Toffee, wenn ich voll bin, lade ich auf Feld ab, okay? No, 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 no! Hä? Der klappt doch hier gar nicht auf! Warum gehe ich jetzt vorne hoch? Hast alles im Griff oder was? Ja, aber das Schiff sinkt. Okay. Das ist genauso. Heute hat mich halt mein Chef gefragt und läuft, sag ich, ja, es läuft halt bergab aus, soll ich gesagt, ah ja, es läuft, das ist die Hauptsache. Ja. Da. Wo soll ich die ganze Scheiße an Kartoffeln denn hinkippe? Tja. Der Platz ist ja jetzt schon voll. Oh, deshalb ging das also hoch. Da ist ein Zaun. Oh, warum habe ich nicht die Zweiachserkutsche gekauft? Jedem kann es zwar voll machen, aber kann es nicht fahren. Tja. Auf dem Eck hier. Wenden in 250 Zügen. Ja, das ist hier mit dem Grimma auch kein Problem. Scheint das wohl ein Problem von Grimme zu sein. Lass mich raten, das geht jetzt nicht, weil der zu hoch ist. Geht, es geht, 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 geht. Ja, ich glaube, das passt. Das. Passt nicht so ganz. Ja, passt, Aha. passt, passt, Und passt. gleich Roms. Schade. Guck einfach nicht. Was ich nicht sehe, war ich nicht. Das stimmt. Wenn ich dich sehe, siehst du mich auch nicht. Nee, anders. Ne? War falsch. Keine Wenn du Ahnung. mich nicht siehst, sehe ich dich auch nicht. Aha, weiß ich nicht. Oh. Alter, das ist aber alles ganz schön eng hier. Tja. Ja. Wie voll ist er denn? 85. Darf ich? Vielleicht. Ja. Ich weiß, es ist eh zu Ende, also muss ich jetzt warten. Öffne mir für die. Das wäre gut. Ach so. Das Feature, ja. Mann, das ärgert mich jetzt. Die ersten zwei Bahnen haben perfekt gepasst beim Güllefahren. Die dritte jetzt, die ist richtig Ey, warum kacke. klappst du denn jetzt wieder auf? Ey, zu. Bin ja gar nicht mehr da drin. Trotzdem, Leute, gerade. Ach so. Ja, wahrscheinlich, weil er jetzt gefüllt ist. Ja, genau. Dann hat der halt bestimmt eine Höhe gehabt, da. Das war auch cool. Wobei das dann ganz schön überflüssig ist.
Nee. Vielleicht am Anfang, dass du dann deine Rohren relativ dick machen kannst, dass nicht so hoch fallen die Kartoffeln. Ja, und du siehst dann wenigstens auch was. Ja. Muss ja auch bedenken, du siehst ja beim Roder nicht viel. Nö. Also, ist ja no joke. Ich sehe das Rohr fast gar nicht bei dem Ruder. Wenn es so, weil also jetzt habe ich es so eingestellt, dass ich das Rohr nicht sehe. Also eh quasi im Spiegeln, dann sehe ich auch nichts. Gut, das liegt nicht am Fahrzeug. Na gut. Aber gut, meine Freunde, ich würde sagen, das war's schon mit der Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne ein Däumchen da, schaut auf jeden Fall safe vorbei. Bis dann, Traum auf den Tag und ja, ciao. Tschüss.